Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Little Hope, The Dark Pictures Anthology. Uff, okay. Wir sind weiterhin im Rennen mit Daniel und Taylor. Ich wollte gerade Tanja sagen, ich weiß gar nicht, wie das kam. Wir haben zuletzt hier diesen Reifen entdeckt, den sich Taylor eindeutig, oder den Taylor eindeutig als den ihrer Kindheit identifizieren konnte. Weil der so ultra speziell und, ach, was weiß ich, ist, ne? Und wir haben auch herausgefunden, dass Taylor wahrscheinlich die Nächste ist, die in Gefahr ist. Moment, nee, wir sind von hier gekommen, ne? Wir müssen hier lang. Ha, fast einen Fehler gemacht. Und wir so, oh, da ist eine Katzi! Hallo, Katzi! Ja, Moment, erstmal hier irgendwo anders hingehen. Ja, toll, jetzt hat Taylor die scheiß Katzin getriggert. Und die Katze ist nicht mehr nett. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Von wem denn? Hey, verpiss dich gefälligst! Oh, das ist die hängende Taylor. Moment, kann ich noch mal kurz die Bilder angucken? Ich muss hier noch mal kurz was prüfen. Warte mal. Nee? Okay, nee. Warte mal, aber an toten Bildern hat... Na, so, jetzt aber. Oha. Oha. Okay. Ah, hier ist Taylor. Okay. Also wenn sie sich hinter einem Stein versteckt, wird sie wahrscheinlich sterben. Okay, alles klar. Scheiße, was ist das? Ja, das weiß ich nicht. Deine Mutter... Entschuldigung. Rennen! Wir rennen. Schnell! Mit Quicktimes. Ich bin begeistert. Vor allem, wir rennen, aber er rennt ja ganz alleine. Wo ist sie denn? Oh, shit. Fuck. Oh Gott! Zum Glück haben wir damals im Sportunterricht immer alles gegeben. Deswegen sind wir jetzt trainiert genug, um das durchzustehen. Ja, los, Taylor! Haust rein! Shit! Nein! Nein, nein, helfen, helfen! Oh, fuck! Ich dachte, sie ist gemeint, nicht er. Ich dachte, sie ist gemeint, sonst hätte ich natürlich helfen gedrückt. Es tut mir leid. Fuck. Ach, scheiße. Das gefällt mir hier gar nicht, Leute. Das tut doch weh an den Zehen. Also er macht sich ja aber nicht wirklich zum Helden, ne? Come on! Komm schon. Kurs aktualisiert. Daniel ließ das Messer nicht los, als er in Richtung Kirche rannte. Okay, hat er das jetzt in der Hand oder was? Okay. Schön, dass es so Sachen gibt, die man gar nicht sieht in der Cutscene, die einem dann so mitgeteilt werden. Also das finde ich auch nicht so richtig. Man hätte jetzt diese Szene zumindest sehen müssen. Hörst du das? Ist das Taylor? Uff. Hallo! Dann sind wir alle wieder vereint. Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Ja, wir rennen einfach alle mit, ist doch egal. Vollsprint! Oh Gott! Hey. Junge, Vince, verpiss dich! Warte mal, Andrew schießt bei seiner Flucht in Richtung Kirche mit Vince zusammen. Okay, alles klar, Vince. Das ja, eigentlich nur hinter dir, Taylor, oder? Hey, lauf! Los, hier rein! Lauf! Verdammt, was machst du da? Los, hier rein! Ja, die ist nicht hinter ihm her, anscheinend. Aber hinter Taylor. Wo ist Angela? Wow,
Sie hat es nicht geschafft. Sie hat nichts tun. Hä, sie hat's geschafft. Wollt ihr uns verarschen? Nein. Und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Das ist doch ein Scherz. Ich glaube, die lebt noch. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Hä, die ist doch jetzt nicht tot? Was ist denn das für ein Quatsch? Wir brauchen eine Barrikade. Ja, dann stemm dich doch einfach selber dagegen. Du bist doch breit genug. Dickerchen. Hättest du mal den Drink genommen am Anfang. Wow, das hält sie jetzt voll ab. Das ist Vince. Lass ihn rein. Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Er scheint uns zu folgen. Was immer er vorhat. Wir dürfen ihm nicht... Ich weiß, dass du da bist. Was in Gottes Namen hat er vor? Sein Gebrüll wird das Biest zu uns locken. Er sieht das Biest nicht. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Was zur Hölle ist da drin los? Du musst von hier verschwinden. Geh, bevor es zu spät ist. Hau ab, verdammt! Woher will ich dir ins Gesicht sehen? Jetzt lass mich rein. Hoffnungsvoll, ihr könnt uns helfen. Wir können ihn nicht reinlassen. Tut mir leid, aber ich kann die Tür nicht aufmachen. Ihr könnt nicht alles aussperren. Das könnt ihr mir glauben. Energisch weg hier, verwirrt. Was meinst du damit? Verwirrt. Was meinst du damit? Ich habe die ganze scheiß Welt ausgesperrt. Und mich dabei fast zu Tode gesoffen. Ja, gleich wirst du getötet. Von dem Vieh hinter dir. Niemand sollte so leben müssen. Gefühllos, denn geschieht hoffnungslos. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin schon so lange hier, dass ich keinen Plan habe. Oh, ganze 2 Stunden. Mann. Ich hole Hilfe. Keine gute Idee. Da draußen kann uns nichts helfen. Vince versicherte Andrew an der Kirchentür, dass er Hilfe holen würde. Okay. Interessant. Düster. Oh. Daniel half Taylor nicht über die Autos, als sie vor dem Dämon flohen. Das war, wie gesagt, das tut mir leid. Daniel versperrte Taylor unabsichtlich den Weg, als sie vor dem Dämon flohen. Junge. Okay. Ja, gut, ne? Schön, dass wir das geklärt haben. Ängstlich. Oh, wir können ängstlich bei ihm freischalten. Oh, da habe ich Bock drauf. Das machen wir. Ich richte mich jetzt nur noch nach freischaltbaren Sachen. Das sind die besten. Dieses Biest da draußen. Es spielt mit uns. Kleinlaut, wir haben den alten Typen im Stich gelassen. Ja, wir haben Kleinlaut. Angst. Fühlt sich falsch an. Den Alten auszusperren. Entweder das oder wir alle könnten sterben. Es war der richtige Weg. Oh. Warte. Ja, wir haben es fast. Hä? Professor? Andrew! Hallo! Vorhin, da stehen Scheiße. Die ganz gechillt. Das war's. Ganz ehrlich, das ist so schlecht. Boah, ich will mich nicht... Ich will nicht so penisrant sein und das immer wieder erwähnen. Ihr habt's ja mittlerweile verstanden. Aber merkt ihr das, wie unglücklich das aneinandergereiht ist? Er sagt gerade noch, Professor, Andrew, da seid ihr. Und jetzt plötzlich, dann wechselt die Kamera. Das ist so schlecht. Dann wechselt die Kamera und die stehen beide völlig gechillt da. So. Also wenn ich zu jemandem schon sage, Professor, Andrew, dann stehe ich nicht da, oh ja, mit Taylor, mal ein bisschen gucken. Oh, was ist denn hier los? Und jetzt wieder diese Nahaufnahme und jetzt ist die Stimmung wieder so in diesem... Oh Gott, Leute, es ist was Schlimmes passiert. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Es tut mir sehr leid, aber das der ist Pastor, nicht gut. Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Das haben wir gar nicht gesehen. Klang gar nicht gut. Das haben wir nicht noch ein gesehen. Prozess. Diesmal nicht. Achso, das hat er gerade gesehen. Achso. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Okay. Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Das ist eine fucking Kirche. Tut mir leid. Was glaubst du denn? Natürlich gibt es in der Kirche mehrere Eingänge. Dieses Ding ist noch da. Ach Gott. Da drüben. Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn ja, wir dann sie stoppen, töten wir sie, könnte keine das Ahnung. Unsere Pendants vor Schlimmeren bewahren. Was interessieren uns denn unsere Pendants? Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Also ganz ehrlich, Angela ist für mich immer noch am Leben, weil wir haben ihre Todesszene nicht gesehen. Und wenn ich das Spielprinzip verstehe, dann werden die Todesszenen gezeigt. Das heißt, sie ist noch am Leben. Punkt. Ich habe nicht gesehen, wie sie in der Kanalisation getötet wurde, also ist sie noch am Leben.
Och, die schwere Holzfalltür. Hm. Komm mit, Andrew. Oh Gott, sind wir jetzt auf dem Kirchturm? Können wir die Glocken läuten? Kleine? Bist du da? Ja, die schubst dich gleich von hinten. Ja, läuft bei uns, ne? Hui! Okay. Das war jetzt unerwartet. Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Mary flehte Carver an, Daniel nicht hinzurichten. Ach, wahrscheinlich, weil wir eingegriffen haben. Und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Genau, Mary. Geh einfach. Es soll sein, wenn du fort bist. Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird ein Hüter sein. Ein Hüter? Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gut heißt. Wer ist denn Abraham? Ist das Andrew? Sprich dein Gebet. Oh! Sieh, Kind. Sieh, wen ich verschonen sollte. Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt. Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft. Oh, das finde ich irgendwie niedlich, dass der hier sein Pendant retten will. Junge! Das ist der Sheriff! Nein! Oh, wie sein 70er Pendant. Verdammt. Armer Typ. Und beeindruckend, dass Daniel sein eigenes Körpergewicht halten kann. Mit einer Hand. Im herabfallenden... Ohne selber abgesichert zu sein. Naja, so, ne? Und so. Tschüss. Schade. Er war genau hier. Ich hab ihn gehalten. Och Mensch. Aber das würde einem doch auch nahe gehen, oder? Stellt euch mal vor, ihr habt so ein Pendant, das genauso aussieht wie ihr. Ich war und ihr dabei. Seht, wie das stirbt. Konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Wir haben eine Relationship und so. Taylor zeigte Mitgefühl, als Daniel von seinem Erlebnis auf dem Glockenturm erzählte. Okay. Vor allem dieses Team Taylor, das irritiert mich total. Mich hat es auch fertig gemacht. Hexenprozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, das ist so kaputt. Ja, das war die gute alte Zeit. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Hey, die ist doch gar nicht tot. Fast erwischt. Hey, sag mal, seid ihr bescheuert? Die ist doch gar nicht tot. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Hey, Angela. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Also ganz ehrlich, wenn Angela jetzt wirklich tot ist, dann ist das Spiel noch... Also, dann ist das Spiel noch schlechter als Man of Medan. Ich muss es wirklich sagen. Sorry, aber ich glaube nicht, dass die tot ist. Und wenn die tot ist, dann bin ich eingeschnappt für immer. Also nicht, dass ich die jetzt besonders genau mochte. Das hat uns verfolgt! Oh nein. Los! Ihr seid doch schon... Vor allem alle zurück in die Kirche, hat er jetzt eigentlich nur gesagt, das kam wieder nicht an. Aber ihr seid doch schon in der Kirche. Was ist da draußen? Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Ach so, also, ja Mensch. Mit Vampiren zu tun? Hey, sag mal, ist die dumm? Ist das hier ein festes Gebäude? Er hat recht. Drin sind wir sicherer, wir bleiben hier. Voll, ich denke, das sind alles Studenten. Was, da haut die raus Vampire? Was stimmt mit der Frau nicht?
Panisch ist es hinter mir her, ängstlich, du hast wohl recht. Boah, ich habe keine Ahnung. Panik! Das Ding hat es immer noch auf mich abgesehen. Es will mich. Oh, geil. Was? Glaubst du, womit wir es zu tun haben? Das Ding da draußen ist eine Nummer für sich. Wir müssen ihm entkommen. Oder? Ja, wir sollten abhauen. Los jetzt, sonst enden wir als Monsterfutter. Nein! Wir müssen zusammenbleiben, damit es uns nicht so ergeht wie Angela. Hey, die ist doch gar nicht... Okay. Dann los jetzt, wir gehen hinten raus. Nein, wir gehen nirgendwo... Ach, ihr seid doch alle doof. So, jetzt gehen wir ganz entspannt. Ne, bitte nicht drängeln. Alle kommen was dran. Was zur Hölle war das? Noch ein Grund abzuhauen. Los! Das hätte ich auch gerade fast gesagt. Also irgendwie habe ich eine... Vielleicht sind sie fort. Vielleicht habe ich eine unbegründete Sympathie zu Daniel, weil er halt schon in Man of Men ein Charakter war. Also das Gesicht von ihm auf jeden Fall. Er ist am Anfang einer von diesen beiden Soldaten auf dem Schiff. Uff. Ja, es war eine super Idee, ne? Nein, hier wird nicht versteckt, hier wird gerannt. Oh nein! Fliehen, weil wenn er sich stellt, wird er sterben. Bin ich mir ziemlich sicher. Das hatten wir doch in der Vorahnung, wo er diesen Stab von dem Zaun da in die Fresse kriegt. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Komm schon. Lauf! Dahinter dir ist es noch, ne? Oh Gott. Oh, bitte nicht. Kurs aktualisiert. Daniel gelang die Flucht. Yes! Das heißt, ich kann mich zurücklehnen und muss nichts mehr machen. Panisch. Oh. John zeigte Andrew, dass er die Sicherheit der Gruppe ernst nahm. Hä? Was hat denn das jetzt? Wieso sind wir jetzt Taylor? Oh, wir müssen hinterlistig und aggressiv freischalten. Geile Scheiße. Sorry, wenn ich hier immer unterbreche in so Cutscenes oder so. Aber ich bin da immer neugierig, weil man dann diese Kursaktualisierung immer direkt sehen kann. Wo bist du? Taylor, komm schon! Sag doch was! Verzweifelt, was tun wir jetzt? Befehlend, wir müssen... Befehlend! Wir müssen jetzt was tun! Warte los! Mal. Wir müssen ruhig bleiben! Nein, wir müssen Taylor retten! Wir müssen meinen Girlfriend retten! Oh nee, bitte nicht! Oh nee, bitte nicht! Ja. Bist du das? Ich kann nicht sehen. Oh Gott, wir gehen nach rechts. Ich habe keine Ahnung. Bist du das? Ich bin hier drüben. Ich wollte sagen, das sah aus wie Andrew. Ich wollte gerade sagen, die Silhouette sah mehr nach Andrew aus, nicht nach Daniel. Es ist so schön, euch zu sehen. Oh, wir haben uns getroffen. Bonusinhalt freige. Oh. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Kurs aktualisiert. Hey, da ging die Flucht vor dem Dämon draußen vor der Kirche. Oh, ich habe einen Bonusinhalt freigeschaltet. Geile Scheiße. Eigenschaften aktualisiert. Ja, gut. Ich glaube, durch das ständige ins Menü wechseln. Okay, John stirbt wieder. Ich glaube, das ist ständige. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Ja, chill mal. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Ach, scheiße. Nee, zusammen aufgebracht. Ich sag dir doch. Zusammenbleiben.
und alles wird gut. So wie oha. So. John war aufgebracht, als die Gruppe besprach, ob sie zusammenbleiben sollte. Ich gieße mir währenddessen kurz was zu trinken ein. So. Habt ihr gar nicht mitgekriegt? Vor allen Dingen, die Gruppe war... John war aufgebracht? Ja, das ist doch nichts Negatives. Was? So wie bei Angela, okay. Die ist nicht tot. Oh, Eigenschaft aktualisiert. Habe ich jetzt was freigeschaltet? Sekunde. Geringschätzig und aufgebracht, aggressiv. Was weiter? Geil. Weiß nicht genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Ja, vielleicht wird Taylor ja meine Freundin da, ne? Andrew, hast dir gute Chancen ausgerechnet. Was ist denn jetzt los? Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Och, wir sind ja auch erst, weiß nicht, 20 Stunden unterwegs mit dem Bus. Wie wir von hier wegkommen? Bestimmt, wir müssen das Mädchen stoppen, nachdenklich, wir sitzen hier fest. Naja, der Kurator hat ja gesagt, sie ist nur ein Kind. Ich sag mal nichts, weil ich bin mir nicht, ich muss kurz erläutern vielleicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das Mädchen ist auf jeden Fall irgendwie ein Problem, aber der Priester, der ist, glaube ich, das größere Übel von allen. Hey, alles gut? Wir werden sehen. Ich denke an Mary. Ja, vielleicht hilft ich denke an kleine Mary Mädchen. Klar, wow. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Rebellisch, wir müssen es versuchen, nachdrücklich, Mary ist böse. Rebellisch! Was bleibt uns sonst? Ja, echt jetzt mal. Vive la Résistance oder so, ne? Und den anderen. Den anderen? Es ist doch... Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. Und wie gern ich jetzt mit dem Kurator so kurz mal sprechen würde. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Kurs aktualisiert. Andrew hatte Mitleid mit Mary und meinte zu John, sie wäre nur ein Kind. Aha. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Also, ganz kurz, was mir generell schon aufgefallen ist, in dem, ich sag mal, in dem Prolog, ne, in dem die Familie aus den 60er, 70ern alle sterben, ist, dass der Andrew, also der Typ, der den Andrew macht, ich weiß nicht, ob der hieß nicht Andrew, aber ich weiß den Namen nicht mehr, ist mir egal, der gleiche Typ, der hatte auch so eine Sympathie. So eine Sympathien im Grunde mit dieser, wie hieß sie da, Megan, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier so ein bisschen darauf hinausläuft, wie er am Ende irgendwie so diese Konstellation sieht mit Mary oder so. Weil sonst würde das nicht so breit getreten werden. Das ist so, ja, das ist so ein bisschen, das stupst einen so immer wieder an. So dieses, nein, ich glaube nicht, dass sie böse. Und dann kommt so, oh, Andrew meinte, Mary ist nicht böse oder so, wisst ihr? Also das ist sehr verdächtig, sag ich jetzt mal. Was war das? Das weiß ich doch nicht. Scheiße, Angela. Das Biest will mich wiederholen. Nein. Das ist Angela, die kommt jetzt her. Entdeckung. Es kommt direkt auf uns zu. Och nee, bitte nicht wieder so eine Atmen-Scheiße. Bitte nicht. Sag ich doch, Angela lebt Angela. Noch. Wollt ihr uns verarschen, Mann? Vorsicht, Kleiner. Ich bin nicht ganz fit. Ich dachte, du wärst... Meine Brille ist kaputt und mein Gesicht ist dreckig. Ich bin voll am Arsch. Wir dachten... Beziehung aktualisiert. Angela war erleichtert, wieder sicher bei Andrew und John zu sein. Okay, Angela mag uns, aber wir waren so... Ja, ob die Alte tot ist. Ja, Pech, Leben vergeht. Tschüss. Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Ja, das ist gelogen. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Ja, ist eh gelogen. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Hm. Naja.
war Teamarbeit. Oh, wie ich mich jetzt schon auf den Run freue, wenn alle sterben. Ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Gerade war noch die Priorität, das kleine Mädchen zu stoppen, ja? Weil Angel ist ja eh verloren und irgendwelche anderen Leute, die bedroht werden, ja? Pff, wir müssen gucken. Dieser Heuchler, dieser elende Heuchler. Ich habe Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Ah, deins war wie so angekettet. Was sind das für Dinger? Kommst du ohne deine Brille klar? Nimm meine. Und ob ich das tue? Hier gibt's so viel, was ich nicht sehen will. Die Brille ist weg, aber dein Humor ist noch da. Gut. Yay, am Ende werden sie ein Paar. Hört ihr das? Hab ich. Gleich kommt wieder nicht das Monster. Nicht stehen bleiben. Da kommt eine Kette. Was hat denn der jetzt aufgesammelt? Oh, eine Glückskastanie. Die nehme ich. Ich helfe dir runter. Also ich finde, das Spiel ist vom Setting her sehr monoton. Also man ist irgendwie die ganze Zeit in diesem komischen Buschwald-Wiesen-Gebiet hier irgendwie, was so ein paar Häuschen dann so hat. Aber ansonsten ist das so... Und das hier ist wieder nur eine Aneinanderreihung von... Ja, das hat mich auch nicht erschreckt, sorry. Von irgendwie Sequenzen, wie viele noch leben. Warte! Andrew, hey! Ja, John, jetzt beweg dich doch mal. Und Taylor, du versteckst dich nicht hinter einem Stein. Das würde nämlich nicht gut werden. Sind wir jetzt etwa Andrew? Professor? Angela, hallo? Hallo. Andrew, Feldweg. 4:03 Uhr. Ja, bald müsste ja mal die Sonne aufgehen. Oh nein, diese tödlichen Wurzeln. Wo seid ihr, verdammt? Oh, das ist Daniel. Hi, Daniel. Taylor! Oh, shit. Oh, scheiße. Taylor, ich hab keine Ahnung. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe gerade Daniel dem Untergang geweiht. Scheiße. Scheiße. Und wir haben es trotzdem nicht geschafft. Was soll denn die Scheiße? Nimm meine Hand. Mist, ich hätte ihn, glaube ich, nehmen müssen. Scheiße. Ich hätte ihn nehmen müssen. Fuck. Mein Fehler. Ach komm, das ist doch ein Quatsch. Ach nee, er lebt trotzdem noch. Okay, cool. Warte mal, Kurs aktualisiert. Oh Gott, ich bin völlig fertig. Hier, Team Taylor. Taylor war gegen Johns Plan. Warte mal. Andrew rettete Taylor im Wald vor einem Dämon. Okay. Angela, sei froh, dass deine mit den Ketten nicht so schnell rennen kann. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Ja, Vision nicht. Nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Ich bin irgendwie maximal irritiert gerade. Das arme Mäuschen, da steckt im Baum fest. Kann dem bitte jemand helfen? Verdammte Scheiße, das ist ja peinlich. Oh! Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Der Zigarren da. Das sind aber keine Tarotkarten. Jetzt brauchst du gar nicht so ihn auf dicken Macker machen, Junge. Dass die Dinge, okay, und König. Die Menschen, König. Nicht ganz das sind. König.
was sie König. Zu sein scheinen. Gerade waren das doch ganz andere Karten. Drei und wieso? Hinrichtungen. Naja, gut. Drei gequälte Wesen. Und bisher sind alle Studenten der Verdammnis entgangen. Dem ewigen Leid. Und der Prof auch. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt. Ach, ich spiele mit dem Plesi-Controller. Sollen die scheiß Quicktimes doch kommen? Und wir steuern tatsächlich. Na, Donnerwetter, verlasse den Wald, folge dem Pfad, bleib zusammen. Aber an der Stelle werde ich hier einen kurzen Cut machen. Oh mein Gott, da haben wir wieder einiges erlebt. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!